Hallo und willkommen bei mir im Studio. Ich darf euch heute einen Einblick geben über die Prozesse Editing, Mixing und Mastering. Ich habe die fertigen Arrangements von Grizzly bekommen und wir schauen uns jetzt mal an, wie so mein Arbeitsablauf dann ist. Der große Vorteil ist, dass der Christian und ich mit der gleichen Cubase-Version arbeiten. Und dadurch können wir einfach die Projekte hin und her schicken, müssen nicht alles rendern und bouncen und Gedöns machen, sondern er schickt mir einfach das fertige Arrangement, sein komplettes Projekt und ich kann damit weiterarbeiten. Das erste, was ich mache meine Farbkodierung. Bei mir sind alles, was Rhythmus ist, ist rot. Dann kommt der Bass, der ist bei mir orange. Die Saiten, da habt ihr vielleicht beim Christian gesehen, ist ein bisschen mehr drin. Bei mir ist bei Saiten Gitarren und Busuki jetzt in dem Fall. Den Bass habe ich da rausgenommen. Der hat bei mir oder für mich einfach eine ganz andere Funktion als die Gitarren. Deswegen gehört er da nicht in die gleiche Gruppe mit rein. Genau, dann die Bläser, die Streicher, alles Synthetische und zum Schluss der Gesang. Also bei mir ist grundsätzlich alles von tief nach hoch sortiert und von Rhythmus zu Melodie. Das heißt, hier haben wir erstmal die Rhythmussektion. Das geht von der tiefen Davul über die Davul mit dem Snare-Fill, über die Toms und dann wird es immer höher bis zu den Becken. Dann kommt der Bass als tiefes Instrument, dann wird es höher über Gitarren und so weiter. Und dann am Ende so das Hauptinstrument für mich immer oder Hauptelement sind immer die Vocals, die kommen bei mir immer am Schluss. Ja, Editing. Natürlich will man, wenn man so ein Projekt bekommt, direkt loslegen mit Mischen am liebsten, 28 Plugins draufladen und direkt Vollgas, Equalizen, Komprimieren etc. Aber als erstes steht das Editing. Macht oft nicht so viel Spaß, weil es ein ziemliches Gefummel auch sein kann, aber bringt extrem viel. Und gerade wenn man da sauber arbeitet, dann kann man wirklich nochmal das Lied oder das Projekt auf ein neues Level bringen. Hier habe ich im Schwerpunkt an der Busuki gearbeitet, dass die wirklich mit der Percussion-Sektion in Time ist. Das heißt, wenn hier ein Schlag mal ein bisschen daneben war, dann konnte ich das mit dem Audio Warp hier fixen. Da hat der Grizzly aber grundsätzlich sehr gute Vorarbeit geleistet, gut aufgenommen und da war gar nicht so viel zu machen. Im Schwerpunkt war das, wenn mal eine gedoppelte Gitarre da war oder auch gedoppelte Busukis, wenn da ein kleiner Versatz drin ist, dann hat es gleich so einen Delay- oder Flanger-Effekt und da muss man dann bei gedoppelten Sachen schon sehr penibel sein und sehr genau arbeiten. Ansonsten war hier der Fokus tatsächlich auf den Stimmen. Gerade bei Chor ist es auch wichtig, das Ganze ein bisschen zu bearbeiten, da der Chor ja nicht immer gerade Endungen genau in Time singt oder dass Endungen vielleicht länger ausgehalten werden oder wenn jetzt so ein Wort wie Tanz oder Herz, was so einen starken Konsonanten am Ende hat, und die nicht genau in Time sind, dann ist es so ein Z-Z-Z. Dann kommen da mehrere Konsonanten hintereinander und dann kann das schon ganz unschön klingen. Und deswegen habe ich hier die Stimmen dann entsprechend bearbeitet, gerade die Backing Vocals, sodass die alle gleichzeitig aufhören mit der Hauptstimme im Idealfall. Und dann habe ich hier zum Teil dann auch mit Audio Warp das Ganze ein bisschen korrigiert, wenn die Töne zu lang oder zu kurz waren. Oder habe auch teilweise wirklich Endungen, scharfe Konsonanten da weggeschnitten. Ein kleiner Tipp, wenn ihr mal Backing Vocals aufnehmt, hilft es vielleicht auch, wenn tatsächlich nur der Hauptgesang so Konsonanten am Ende von einem Wort oder von einem Vers singt. Und so ein T, Z oder irgendwas oder ein K, dass das vom Chor gar nicht gesungen wird. Ja, Stimmhöhenkorrektur mache ich in den meisten Fällen mit dem Vari Audio von Cubase. Ich finde, das macht schon einen sehr guten Job und ich habe mich einfach auch dran gewöhnt in den letzten Jahren. Klar gibt es da Alternativen wie Autotune und Melodyne. Ich habe schon erlebt, dass die Korrektur zu stark erkennbar war, obwohl man, also es ist natürlich immer sehr stimmabhängig. Bei manchen Stimmen macht man ganz große Bearbeitungen und man hört sie gar nicht.
Und bei anderen Stimmen macht man nur ganz wenig und es ist schon so auffällig, dass man es wieder zurückmachen muss. Und da habe ich gemerkt, dass in manchen Fällen dann der Wechsel zum Beispiel zu Melodyne schon deutlich unauffälliger war und ein besseres Ergebnis geliefert hat. Aber jetzt hier bei dem Projekt habe ich die Stimmen komplett mit Vari Audio bearbeitet. Gerade wenn natürlich mehrere Stimmen vorhanden sind, ist die Bearbeitung der Tonhöhe noch ein bisschen wichtiger, weil dann reiben natürlich so auch minimal versetzte Töne schon ein bisschen mehr aneinander, wie wenn ich jetzt nur eine Stimme zu den Instrumenten habe. Okay, was ist der nächste Schritt? Ich habe mir einen kleinen Tipp zu Herzen genommen vom Timo, hier Gruß an den Timo, und habe einen sogenannten Listening Track eingeführt. Das heißt, ich habe direkt, ich zeige euch das mal hier, ihr seht hier den Masterbus und ich habe auf dem Masterbus direkt im Prinzip die Lautheit vom Master schon hergestellt. Das habe ich bei mir ganz einfach jetzt erstmal mit Ozone gemacht. Das heißt, mit Ozone habe ich hier am Maximizer die Lautstärke oder die Lautheit hergestellt, sodass das schon so die Lautheit hat, wie wenn das später dann gemastert ist und der Track fertig ist und rausgeht. Und dadurch habe ich schon so ein bisschen Gefühl für einen fertigen Track. Und das ist natürlich nicht fertig gemastert, sondern die Lautheit ist einfach nur angepasst, dass ich nicht am Ende denke, okay, alles wird lauter und es klingt besser, sondern dass es schon so ein bisschen fertiger klingt. Genau, alles andere, was hier auf dem Masterbus drauf ist, das ist mein Mastering, was ich dann wirklich am Ende nach dem Mixprozess gemacht habe. Genau, wenn ich dann so eine Session habe und habe mir das sortiert, habe mir das alles geroutet in meine Gruppen, wie ich das haben will, dann gehe ich normalerweise auch so, wie ich meine Sortierung hier gemacht habe, vor. Ich höre mir natürlich alles im Kontext immer an, aber versuche schon so ein bisschen Struktur zu haben, dass ich jetzt nicht wild von Vocals zu Streichern zu Percussion springe, sondern ich versuche schon, mich strukturiert von Instrument zu Instrument durchzuarbeiten. Und so fange ich dann auch vom Hören her an, erstmal zu hören, was fehlt denn so im Percussion-Bereich, was muss ich bearbeiten, und gehe dann von Gruppe zu Gruppe weiter. So, wir schauen uns die Session mal an, und weil ich so grob gemacht habe, das wird natürlich jetzt kein vollwertiges Mixing-Tutorial, dafür ist einfach, das würde den Rahmen einfach von diesem Video völlig sprengen. Wenn ihr aber Interesse daran habt, dass ich mal ein Mixing-Tutorial mache, wo ich von vorne bis hinten wirklich so ein Lied bearbeite, schreibt es gerne in die Kommentare und dann mache ich das natürlich gerne. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal so ein bisschen die Problemstellen an. Ein Problem, was ich immer so hatte, war die Davul, und zwar, die hat ja zwei Seiten, wird ja einmal mit einem Holzschlägel gespielt und ist mehr so die tiefe Bassdrum. Und die andere Seite wird mit so einem dünnen Stöckchen, sag ich mal, gespielt und ist auch ein anderes Fell und das ist mehr so die Snare-Seite. Aber die tiefe Seite, die hat man wirklich ein bisschen zu schaffen gemacht. Die tiefe Davul hat untenrum schon ganz schön Dampf und auch so ein bisschen Wummern tatsächlich. Was habe ich da gemacht, um so ein bisschen dieses Wummern rauszukriegen? So, in dem Fall habe ich hier einen Transient Designer genommen, in dem Fall den IQ Transient von Hofer. Und habe hier die Transienten ein bisschen angehoben, sodass der Attack deutlicher wird, aber habe beim System deutlich rausgenommen, dass dieser anhaltende Resonanz einfach ein bisschen runtergedrückt wird. Das macht das schon deutlich kürzer, das Signal. Dadurch schwingt das nicht immer so nach und so mit. Vor allem, wenn die da wohl ein bisschen schneller spielt, dann schaukeln sich halt die Schläge so auf, weil der Schlag gar nicht richtig verklingen kann. Und so verklingt er ein bisschen schneller, hat aber trotzdem einen deutlichen Attack. So, als nächstes habe ich einen Kompressor genommen, auch hier von Hofer, den IQ Comp. Der komprimiert ja maximal bis 5 dB Gain Reduction. Und hier ist das Besondere, dass der einen internen Sidechain hat, wo er besonders auf die tiefen Frequenzen achtet. Genau, durch diesen Low Shelf. Und die Kompression ist auch nicht linear, sondern der komprimiert sowohl im tiefen wie im hohen Bereich unterschiedlich. Da könnt ihr mal hier auf die Kurve gleich achten.
Genau, ihr seht, oben macht er ein bisschen weniger und dadurch bleibt oben der Attack schön erhalten. So, zusätzlich seht ihr hier, habe ich im Equalizer, schon bevor das Ganze in die Plugins geht, habe ich hier zwei Resonanzfrequenzen rausgenommen. Und zu guter Letzt, weil mir die Davul einfach so ein bisschen zu trocken war, habe ich da ganz kleines bisschen, ihr seht hier den Mixregler, der ist auf 13%, habe ich ein kleines bisschen Hall reingemacht, habe hier so einen hellen Drum Room genommen und ich finde, der klingt auf der Davul ganz schön und macht das Ganze ein bisschen runder und wärmer. Genau, und so habe ich bisschen in den Tiefen aufgeräumt. Die ist ein bisschen knackiger geworden. Klingt jetzt zwar ein bisschen mehr wie so eine Bassdrum und weniger wie ein klassisches Mittelalterinstrument, aber das hat mir tatsächlich so ein bisschen vorher das Ganze zugematscht unten rum und hat sich auf anderen Lautsprechern auch nicht so gut angehört. Deswegen ist jetzt ein bisschen wärmer, ein bisschen runder und trotzdem ist noch schön der Charakter von der Davul erkennbar. So, mein nächstes Sorgenkind, was ich so hatte, war tatsächlich die Buzuki von Christian. Die hat er bei sich im Studio aufgenommen, das habt ihr ja bestimmt gesehen. Und da hatte ich ganz schön mit gewissen Resonanzen zu kämpfen. Und da habe ich mir dann den Pro-Q 3 zur Hilfe genommen von FabFilter. Ich habe das meiste, wenn ich die Buzuki bearbeitet habe, auf der Gruppe gemacht, wo dann verschiedene Buzuki-Spuren reingelaufen sind. Das war mal eine Melodie, das war mal eine geschlagene Buzuki oder mal eine gezupfte. Und das ist dann alles in diese Gruppe rein und da habe ich eigentlich das meiste bearbeitet und habe auf den Einzelspuren der Buzuki gar nicht so viel gemacht. Ihr seht, hier habe ich ein bisschen mit mehreren Equalizern aufgeräumt. Als erstes habe ich da den Frequency. Der kann auch dynamisch arbeiten. Das ist der von Cubase direkt mitgelieferte Equalizer. Und da arbeiten 1, 2, 3, 4 Bänder direkt dynamisch, um nicht ständig dieses Signal rauszunehmen, sondern die Frequenz nur, wenn da eine Resonanz entsteht, die auch rauszunehmen. Bei 500-600 Hertz, da ist das Ganze sehr so topfig und bedeckt und da nimmt auch der Equalizer ganz schön viel raus. Als nächstes habe ich dann mir den Pro-Q 3 zur Hilfe genommen von FabFilter. Der ist natürlich bei so Resonanzen sehr leicht zu verwenden, da er mir die direkt anzeigen kann. Ihr geht mit der Maus und dann zeigt er schon so die Spitzen von den Resonanzen an und damit kann man eigentlich ganz präzise arbeiten, wirklich chirurgisch Frequenzen rausnehmen und ich nehme in den meisten Fällen hier die Sachen auch dynamisch raus, dass die Frequenzen nicht so im Gesamtbild fehlen. Hier oben seht ihr, habe ich ganz breit zwei Sachen rausgenommen. Einmal habe ich hier einen High Shelf, der auch dynamisch arbeitet und hier oben bei knapp 5 kHz habe ich auch ganz breit rausgenommen. Das liegt daran, ich habe beim Mastering gemerkt, dass durch gewisse Arbeitsschritte im Mastering, wie zum Beispiel wenn man Sättigung reinfährt, ich habe eine Röhrensättigung drauf, dann hebt das wieder gewisse Resonanzen an und dann war auf einmal die Buzuki wieder so weit vorne, so präsent und hat auch teilweise auf kleinen Lautsprechern fast wehgetan im Ohr. Deswegen habe ich dann hier oben wieder ein bisschen aufgeräumt, um die Buzuki wieder ein bisschen in den Hintergrund zu drücken. Das hat ganz gut funktioniert und ist auch gar nicht viel. Das ist hier, wie viel macht er hier? Ja, knapp 3 dB nimmt der im schlimmsten Fall raus.
Dann noch eine Wunderwaffe ist SUS 2, was auch Resonanzen erkennt und Resonanzen dynamisch rausnimmt. Das Ganze allerdings völlig selbstständig, ohne dass ich die Resonanzen selber wählen muss. Und da habe ich mir so den Bereich hier um 5 kHz genommen, wo einfach die Busugi sehr präsent ist, und habe da einfach nochmal ein bisschen aufgeräumt. Genau, wird gleich ein bisschen wärmer, da so diese Spitzen rausgehen, und es tut auch nicht mehr so weh im Ohr. Und dann habe ich das Ganze einfach ein bisschen komprimiert. Das ist ein handgespieltes Instrument, das heißt, da ist natürlich ein bisschen Dynamik drin. Ansonsten habe ich hier ein bisschen mit Effekten gearbeitet. Ich habe auf den Busukis hier einmal den Hall drauf. Das heißt, die laufen einmal in den Instrumentenhall rein, wo alle Instrumente reingehen. Und dann habe ich nochmal einen Chorus. Hier haben wir einmal den Instrumentenhall. Das ist in dem Fall auch wieder von Hofer, der IQ Reverb. Finde ich ein sehr tolles Hall-Plugin. Man kann hier mehrere Impulse-Responses bzw. ja, algorithmische Reverbs hintereinander schalten und kann in dem Plugin direkt schon die EQ-Kurve anlegen, kann einen Kompressor auf die Hall-Kurve legen. Das ist schon sehr, sehr mächtig und macht schon wirklich sehr schöne Sachen. Und hier habe ich dann in dem Fall zwei Impulse-Responses genutzt. Ja, einmal haben wir hier einen relativ großen Hall mit einer RT60 von über 4 Sekunden. Das wirkt schon ziemlich groß und mächtig. Und der zweite Hall ist dann eher so ein Raum, also Short Room, mit nur 0,5 Sekunden Nachhallzeit. Als Delay habe ich hier mein Replika XT, was einfach eine punktierte Achtel als Delay drauf gibt. Wie ihr hier im Mixer sehen könnt, habe ich gar nicht so viele Plugins verwendet. Hier bei den Hauptelementen im Percussion-Bereich, Davul, einmal die tiefe Seite und hier einmal die hohe Seite, da habe ich ein bisschen was gemacht, weil das halt so das Kernelement der Percussion-Sektion ist. Deswegen habe ich hier ein bisschen mehr gemacht, um das auch ein bisschen hervorzuheben. Alle anderen Sachen, die klingen schon wirklich gut. Da musste ich gar nicht so viel machen. Hier auch bei den ganzen Flöten. Da habe ich im Schwerpunkt das Ganze ein bisschen mit einem Kompressor bearbeitet. Was ich sehr schön finde, hier habe ich den Varicomp benutzt. Das ist eine Nachbildung von einem Röhrenkompressor und das macht einen wirklich sehr warmen Klang und macht einen sehr schönen Klang und Effekt auf die ganze Flötensektion, da die ja grundsätzlich sehr hell ist und die Wärme tut da wirklich nochmal gut. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier beim Gesang ein bisschen ausgerastet und habe ein bisschen mehr drauf gemacht, weil natürlich, wie bei fast jedem Lied, der Gesang das Kernelement ist und ich den Gesang hier besonders hervorheben wollte. Können wir uns mal anschauen, was ich hier gemacht habe. Hier bei dem Lied hat die Anna die Hauptstimme und am Anfang vom Lied gibt es hier einen sehr starken Hall. Das heißt, ich habe zwei Spuren angelegt. Im Prinzip habe ich die Spur einfach gedoppelt und habe den ersten Teil hier mit einem starken Hall versehen. Das sehen wir hier mit minus 15 dB fahre ich in den Hall rein. Und da haben wir wirklich starken Hall-Effekt. Und später ist dann der Hall deutlich weniger. Da habe ich dann eine zweite Spur gemacht, wo dann nur noch mit 19 dB die Vocals in den Hall reinfahren. Und dadurch wirkt das wieder ein bisschen realistischer und einfach nur wie ein ganz normaler Hall. Des Blutes vergossen für mich. Ansonsten, was habe ich auf den Vocals gemacht? Angefangen habe ich hier mit dem relativ neuen Plugin von Waves, mit dem Silk Vocal, der ja so ein bisschen wie ein SUS 2 arbeitet, aber der im Prinzip auch Resonanzfrequenzen erkennt und dynamisch starke Frequenzen rausnimmt.
und das aufgeteilt in Tiefen, Mitten und Höhen. Und da kann ich auch jeweils hier über diesen Regler hier sagen, wie stark er dann diese Frequenzen oder diesen Frequenzbereich bearbeiten soll. Und hier bei den Mitten kann man dann auch das Band nochmal anpassen. Und hier habe ich halt ja, diese Muffigkeit und diese Bedecktheit nur gewählt, um da ein bisschen zu arbeiten, nicht im gesamten Band, weil oben dann auch teilweise so ein bisschen die Präsenz rausgenommen wird. Und hier dieses Höhenband, das arbeitet auch schon so ein bisschen wie ein De-Esser und nimmt auch da schon schön die Sibilanten ein bisschen raus. Den Kompressor hier benutze ich fast gar nicht. Jetzt hier bei der Stimme wirklich gar nicht, weil er zu viel macht. Und bei anderen Stimmen setze ich ihn auch, wenn, dann nur ganz minimal ein. Da arbeite ich lieber mit anderen Plugins dann. Zum Beispiel habe ich hier dann vom FabFilter den Pro C2 benutzt als Kompressor im Vocal-Stil, das heißt so ein bisschen wie ein Vocal-Writer ohne Ratio. Und der arbeitet auch so ja, bis minus 5 dB und bringt schön die Stimme nach vorne. Ich arbeite immer gern mit einem schnellen und einem langsam arbeitenden Kompressor zusammen. Das heißt hier der Pro C2 arbeitet sehr schnell. Und als zweites habe ich dann noch hier eine Nachbildung von dem LA2A hinten dran gehangen, was ja ein optischer Kompressor ist, der sehr langsam arbeitet, der eine eigene Färbung nochmal ein bisschen hat und der auch ein bisschen einen eigenen Charakter einfach nochmal mit reinbringt. Und die Kombination von den beiden, die finde ich sehr ansprechend. Anschließend habe ich den Equalizer von FabFilter benutzt und da nochmal ein paar Resonanzen rausgenommen, auch hier oben, wo so ein bisschen noch Sibilanten drin waren. Als De-Esser nutze ich am liebsten von Hofer den IQ De-Esser. Er ist extrem einfach zu bedienen, er macht einfach genau das, was er soll und funktioniert sehr zuverlässig. Er braucht viel Rechenleistung, also wenn man viel Gesang hat, dann frisst er schon ganz schön Power, aber klingt super, arbeitet super und ja, draufklatschen und arbeitet eigentlich schon komplett richtig. Noch um hier ein bisschen den Threshold einstellen, mega einfach. Dann habe ich mit Zeus nochmal hier ein bisschen aufgeräumt, gerade hier so in diesem bedeckten Bereich nochmal ein bisschen Frequenzen rausgenommen und auch hier so bei 2,5 Kilohertz, aber auch nur ganz wenig im Soft-Modus und auch hier nur ja, ungefähr zur Hälfte die Depths reingefahren. Mit dem Saturn mache ich so ein bisschen Saturation auf die Stimme. Hier im tiefen Bereich mit einem warmen Tape. Dann im Mitten- bis Höhenbereich habe ich dann einen Clean Tape benutzt. Und hier so als Exciter habe ich nochmal eine Clean Tube und auch die Höhen ganz dezent angehoben, um wirklich so diesen luftigen Effekt da reinzubringen. Ja, dann ist mir auch im Mastering aufgefallen, dass die Stimme einfach ein bisschen durch nochmal eine Sättigung in der Mastering-Kette zu spitz wurde obenrum. Deswegen habe ich dann ähnlich wie bei der Busuki da nochmal ein bisschen was rausgenommen, weil die Stimme einfach dann gerade auf kleinen Lautsprechern ein bisschen zu schrill klang. Und habe da bei 4 kHz und auch so einen dynamischen High Shelf genutzt, um die Höhen so ein bisschen mehr unter Kontrolle zu bringen. Und als letztes, das habe ich tatsächlich erst bei dieser Produktion so ein bisschen rausgefunden, da habe ich den Passive EQ genutzt, das ist auch eine Nachbildung von einem bekannten Hardware-Gerät. Und da habe ich gerade bei der Anna gemerkt, wenn ich da so bei 180 Hertz ein bisschen was reindrehe, das macht extrem viel Wärme und ja, klingt einfach gleich viel professioneller, die Stimme. So, dann seht ihr hier, ist der Send zu einem Sidechain. Und zwar habe ich alle Instrumente auf eine Instrumentengruppe geroutet. Und auf dieser Instrumentengruppe ist dann nochmal ein Zeus 2. Und das gerade so im Bereich der Sprachverständlichkeit, so 2 kHz bis 5 kHz
dynamisch nochmal was rausnimmt. Allerdings ist hier ein Sidechain drauf, das heißt nur, wenn die Anna singt und in diesem Frequenzbereich was auftritt, dann drückt das in dynamisch hier die Instrumenten runter, sodass die Anna weiter vorne ist und keine Frequenzüberlappung quasi da ist, sondern dass die Instrumente in dem Bereich, wo die Sprachverständlichkeit von der Anna ist, runtergedrückt werden. Und dadurch kann ich die Anna relativ leise fahren, aber sie ist trotzdem sehr präsent, weil die Instrumente nicht die Frequenzen überlappen. So, was wir hier drin haben, ist eine Drehleier. Die macht natürlich ganz stark diesen mittelalterlichen Charakter aus. Ich habe hier wirklich zwei Resonanzfrequenzen rausgenommen, die mich wirklich gestört haben und die auch so den anderen Instrumenten so ein bisschen ins Gehege kamen. Und ich habe, um diese Leere, die hier entsteht, weil wenn man Frequenzen rausnimmt, und hier nehme ich ja schon relativ stark raus mit 6 dB und dann zwei Bänder, die auch so nah beieinander sind, da passiert natürlich auch zwischen diesen beiden Bändern ziemlich viel, das heißt, da entsteht schon ein gewisses Mittenloch. Und um das auszugleichen, habe ich dann mit dem Saturation Knob ein bisschen Saturation reingefahren, aber wirklich ja nicht viel. Und das gleicht dann so ein bisschen das Ganze wieder aus und bringt aber noch mal ein bisschen die Drehleier wieder nach vorne. Gut, kommen wir zum Mastering. Normalerweise sollte man ja ein Projekt, was man selber mischt, nicht noch selber mastern. Es ist immer gut, das Ganze aus der Hand zu geben. Erstens sind dann nochmal ein paar neue Ohren, die da drüber hören. Dann mischt man natürlich ja so, dass man am Ende zufrieden ist und denkt sich ja dann beim Mastering, okay, was soll ich denn noch machen? Ich bin doch jetzt schon zufrieden. Aber wenn da nochmal ein anderer Tontechniker dran geht, der auch das Lied nochmal neu vielleicht betrachtet und weil er noch nicht so eine Betriebsblindheit vielleicht für dieses Projekt entwickelt hat, dann kann er mit frischen Ohren da rangehen, in einer neuen Umgebung, mit anderen Lautsprechern, wo vielleicht alles auch ein bisschen anderen Charakter nochmal kriegt und kann da nochmal so seine Erfahrung einfach mit reinlegen. Ich habe das jetzt aber aufgrund dessen, dass wir relativ knapp dran waren, dann doch selber gemacht und habe dann diesen Listening Bus, was ich am Anfang erklärt habe, wo ich einfach nur die Lautheit hier mit Ozone hergestellt habe, habe ich dann nochmal überarbeitet mit Reference Tracks und mich da einfach dahin gearbeitet, dass ich am Ende zufrieden war. Was habe ich da gemacht? Also eine Wunderwaffe ist einfach der Shadow Hills Master Kompressor. Den macht man drauf und es ist irgendwie schon besser. Da habe ich einfach nur in dem optischen und in dem Discrete-Bereich, ihr seht ja, es sind ja mehrere Kompressoren mit integriert, minimale Kompression gemacht. Der macht ein bisschen Charakter, ein bisschen Luftigkeit und bringt einfach das Ganze nochmal nach vorne. Dann so einen kleinen Trick, den ich während meines Studiums bei Hofer gelernt habe, ist die unterschiedliche Mitten- und Seitenbearbeitung. Hier seht, hier oben passiert erstmal gar nichts im Equalizer, aber hier sind zwei Bänder angeschaltet und das Band 4 arbeitet nur mit den Seiten und das Band 5 arbeitet nur mit den Mitten. Beide Bänder arbeiten dynamisch, das heißt, ihr seht eigentlich hier oben sind die beiden Bänder angelegt. Dann haben beide einen unterschiedlichen Threshold und das Mittenband reagiert dann auch nicht so stark auf die tiefen Frequenzen, weil wir in den Mitten natürlich mehr den Bass und die Kick haben wollen, also die zentralen Bassinstrumente. Das heißt, die wollen wir hier nicht komprimieren und nicht runterdrücken, sondern die wollen wir haben. Die sollen dann eher in den Saiten reduziert werden und deswegen arbeiten wir hier mit zwei verschiedenen Bändern, Mitte und Seite, und erzeugen eine extrem geile Weite, also Stereobreite. Hier habe ich auch nochmal einen Zoos drauf gemacht, auch einfach um nochmal ein paar Resonanzfrequenzen hier einfach rauszunehmen. Auch ein mega geiler Kompressor, der einfach, ja, den nutze ich hier im Schwerpunkt als
Sättigung ist von Brainworks der Blackbox, auch ein ganz bekanntes Hardware-Gerät, was hier nachgebildet ist, wo ich einfach ein bisschen Sättigung reingedreht habe. Genau, Ozone habe ich hier, wie gesagt, genutzt, einmal den Maximizer, um auf die Lautheit zu kommen. Da habe ich mir erstmal so eine Grenze von minus 11 Lufs gesetzt, um auf so dieses Niveau von dem ganzen Online-Markt zu kommen. Was ich hier auch noch gemacht habe, dass ich Tape Saturation drauf gemacht habe. Ja, hat einfach, ohne obenrum das Ganze spitz zu machen und harsch zu machen, sodass das wehtut in den Ohren, hat es aber einfach eine schöne Sättigung gegeben. Dann auch so ein kleiner Trick. Ich habe tatsächlich einen Hall auf dem Masterbus. Ist jetzt hier auch nur auf in dem Projekt, habe ich in den anderen nicht, aber da das Projekt einfach einen gewissen Charakter hat oder dieses Lied, hat das hier einfach gepasst. Ihr seht, das ist hier ein Hall mit einer mega langen Nachhallzeit. Der fährt hier aber nur mit 3,7%, also ganz, ganz wenig fährt er da rein, aber der macht einfach so wie so ein Kompressionseffekt. Also man merkt nicht, dass es da ist, aber wenn man es wegnimmt, dann fehlt einfach was. Genau, und dann kommen nochmal hier meine letzten Schritte, um die Lautheit zu erzeugen, die ich dann auch wollte, mit dem ich dann auch so die Projekte, die verschiedenen Lieder, es sind ja 10 Lieder auf dem Album, um die auch so ein bisschen mehr zueinander zu bringen, dass alle so die gleiche Lautheit haben, habe ich hier nochmal einen Kompressor von FabFilter drauf gemacht, der aber nur ganz, ganz wenig arbeitet, also wirklich nur im 1 dB-Bereich. Auch der Limiter, der macht hier nicht mehr viel. Da habe ich ein bisschen was reingefahren noch, weil, wie gesagt, der Maximizer von Ozone da einfach ein bisschen zu zaghaft war, habe ich hier noch ein bisschen reingefahren, um dann die Lautheit am Ende zu erzeugen, die ich haben wollte für das Album. Das Album ist fertig gemischt und gemastert. Abschließend wird dann ein sogenannter DDP-Master erstellt. Dafür nutze ich CD-Burn DDP-Master von Hofer. Da werden alle Lieder dann eingefügt. Da kann man dann die Pausenzeiten zwischen den Liedern festlegen. Es werden die Titel der einzelnen Lieder vergeben, sowie der Albumname, der Künstler, der Interpret und so weiter. Das ist dann, sind dann die Daten, die dann zum Beispiel auf dem CD-Player, wenn man die CD einlegt, erscheinen, sodass man dann auch sieht, wie heißt denn der Titel eigentlich und dass dann auch der CD-Player weiß, wie lang ist denn auch das Lied. Und das ist ein gängiger Prozess, wenn man mit Presswerken arbeitet, dass man einen sogenannten DDP-Master erstellt und dann auch die Presswerke diese Datei, diese DDP-Datei dann verarbeiten können. Ihr seht, ist hier auch dann das Albumcover hinterlegt. Ja, diese DDP-Datei wird dann ans Presswerk geschickt, zusammen mit den Cover-Dateien und wie das Cover-Design entstanden ist, das erzählt euch die Anna. So, ich darf euch heute ein bisschen was zum Cover-Design erzählen vom neuen Album. Zuallererst mussten wir als Team entscheiden, in welchem Design die Hülle sein soll. Dafür kamen 3 verschiedene in Frage, die zeige ich euch mal. Die einfachste Variante ist diese. Das ist eine Einsteckhülle, wo dann die CD einfach so drin steckt. Die zweite Option wäre ein Jewel Case gewesen, wo ganz normal die CD bedruckt ist, innen und hinten, und man dazu noch ein Booklet hat. Die dritte Variante, für die wir uns dann auch entschieden haben, ist das Digipack. Das ist im Grunde eine Kartontasche in groß, wo man einmal den kompletten hinteren Teil bedrucken kann. Und innen dann links das Booklet ist zum Einstecken und auf der rechten Seite dann die CD steckt mit einem schönen Hintergrund. Nachdem wir uns für das Digipack entschieden haben, konnte ich dann anfangen, das Design zu entwerfen. Ich habe das gemacht mit Filmora, weil ich mit dem Programm einfach am besten zurechtkomme, einfach weil ich schon von den Videoschnitten her kannte. Der erste Schritt ist, man besorgt sich beim Presswerk die Maße.
damit das Design am Ende auch stimmt. Ich habe vor allem die Fotos vom letzten Fotoshooting verwendet, das wir im Rahmen des Musikvideodrehs gemacht haben. Für unser Cover brauchten wir dazu 5 verschiedene Designs am Ende. Auf der ersten Seite vom Booklet sieht man die Band und unseren Schriftzug. Und auf den folgenden Seiten sind dann immer Bilder von den einzelnen Musikern und die jeweiligen Texte, die wir uns rausgesucht haben. So, dann mal grundlegend was zum Design. Also unsere Schriftart, die ganz typische, die ihr schon überall gesehen habt, die hat eine Freundin für uns designt, die liebe Janine. Ich kann sie euch auch gerne mal ihren Insta-Account hier verlinken. Für das Cover selber habe ich im Grunde die Farben angepasst, weil wir haben die Fotos relativ neutral gemacht. Und jetzt habe ich so einen braunen, warmen Effekt drüber gelegt, dass es ein bisschen mittelalterlicher wirkt. Am Rahmen sind ganz viele Ornamente. Dafür habe ich mit einem KI-System mir ein Ornament erstellen lassen, in dem ich verschiedene Schlagbegriffe reingegeben habe, wie unsere Instrumente und dass es Mittelalter ist. Und genau, und dann hat mir der Computer ein sehr schönes Ornament ausgespuckt, das zeige ich euch mal. Und von diesem Ornament habe ich im Grunde immer nur ganz kleine Fragmente verwendet und die habe ich in die Bilder eingefügt. So, hier seht ihr das zum Beispiel. Also ich habe hier ein Bild vom Christian eingefügt und hier das Teil vom Ornament. Das habe ich dann ganz stark ausgeglichen und habe es farblich angepasst, damit es schön in diesen mittelalterlichen Rahmen passt. Neben dem Booklet musste dann natürlich auch noch die Außenseite designt werden. Das Ergebnis zeige ich euch auch gern. Hier seht ihr wieder das Cover, was auch auf dem Booklet ist und auch die Liedliste vom Album, die jetzt quasi hinten drauf ist. Dann braucht es noch ein weiteres neutrales Design, einmal wo man dann die CD draufklicken konnte und für den Hintergrund für die Einstecktasche vom Booklet. Auf dem CD-Rolling findet ihr dann auch nochmal das Design mit dem Ornament, unseren Namen, den Namen der CD, unser Logo und unsere Kontaktdaten. Nachdem ich dann das Design fertig hatte, habe ich alles in Ordner gepackt und per WeTransfer ans Presswerk geschickt. Dort wurde das dann nochmal geprüft und kontrolliert, ob das auch alles passt mit dem Druck. Und dann konnte es schon losgehen. Auf unserem Album sind 10 Lieder. Davon sind 4 Coverversionen und 6 eigene Songs. Und für die Coverversionen braucht man natürlich eine gesonderte Genehmigung. Als allererstes habe ich mich dafür mit dem Verlag zusammengesetzt, in dem Fall dem SCM Verlag, bei dem die Rechte gehören an den Coverversionen der Lieder. Das bedeutet, wir haben unsere Versionen dorthin geschickt und dann wurden sie eingestuft nach Cover oder Bearbeitung. In dem Fall waren es alles Coverversionen. Nachdem wir die Genehmigung zum Covern hatten, habe ich als nächstes bei der GEMA den Lizenzantrag ausgefüllt. Um eine CD auch ausliefern zu dürfen und danach auch die CDs verkaufen zu dürfen, muss man diese Pressung bei der GEMA anmelden. Dafür braucht es diesen GEMA-Lizenzantrag. Hier sind dann so Angaben erforderlich, wie die Angaben zum Presswerk, dann ein paar Infos zu uns, unsere Adresse, Name, Firma und wie die CD heißen soll. Dann muss man angeben, welche Art von CD man möchte, ob man eine CD, eine DVD, eine Single oder EP rausbringt. Dann das geplante Druckdatum, nochmal den Namen der CD, ob es eine Erstauflage ist oder eine Nachauflage. Dann wie viele Lieder drauf sind auf der CD, wie lang die CD ist und wie viele CDs man herstellen möchte. Für welchen Preis man diese CD verkaufen möchte und ob man auch welche verschenken möchte und wie viele. Danach kommt man zur Liederliste, wo man dann angeben muss, wie heißt das Lied, wer hat es geschrieben, wer ist der Textdichter, wer ist der Komponist, wer hat es arrangiert. Dann ist es ein Werk oder ist es nur ein Fragment. Dann muss man wieder die Lieddauer angeben und ob es in Deutsch oder in Englisch gesungen ist oder in Instrumental. Und das muss man im Grunde für jedes einzelne Lied machen und für alle Coverversionen noch den Rechteinhaber, also den jeweiligen Verlag mit der GEMA-Nummer und die Urheber des Liedes. Dieser ausgefüllte Lizenzantrag wird dann der GEMA zugeschickt und die tun dann eine Auslieferungsgenehmigung erstellen.
Die bekommt man meistens per E-Mail und die schickt man dann weiter ans Presswerk. In unserem Fall arbeiten wir mit Copytech Media zusammen und haben damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Hat man diese Auslieferungsgenehmigung der GEMA nicht, dann bekommt man auch seinen CD-Druck nicht. Das ist Voraussetzung, um dann danach die CDs verkaufen zu dürfen. Für die eigenen Lieder ist das natürlich völlig kostenlos. Für die Coverversion auf der CD zahlen wir quasi einen bestimmten Betrag an die GEMA und die tut das weiterleiten an den jeweiligen Künstler, der die Songs geschrieben hat. Ein Lied auf unserem Album, Befiehl du deine Wege, das ist von Paul Gerhardt. Das ist gemeinfrei. Gemeinfrei bedeutet, das darf jeder spielen und auch jeder verändern in der Version, wie er es gerne machen möchte, weil der Künstler schon länger als 70 Jahre verstorben ist. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in unser Bandleben geben, sowie die Hintergründe einer Albumproduktion. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, könnt ihr gerne per E-Mail eine CD bestellen. Ihr könnt uns auch gerne besuchen auf dem Blütenfest in Seloa am 27. und 28. April. Oder ihr dürft uns auch gerne als Band einladen, dass wir bei euch spielen.